Hallo und herzlich willkommen zur Pollen-Bausatz-Videoreihe. Mit unseren selbst entwickelten Bausätzen können Sie Ihre Lötkenntnisse verbessern, eigene Projekte realisieren oder spielerisch die Elektronik kennenlernen. Heute stellen wir Ihnen den Bausatz Servomotortester näher vor. Im Lieferumfang des Bausatzes sind alle nötigen Teile enthalten. Was Sie noch benötigen, ist ein Lötkolben, Lötzinn und diverse Zangen, die Sie auch im Pollen-Shop erwerben können. Der Aufbau des Bausatzes ist mit der mitgelieferten Anleitung kinderleicht. Nachdem Sie den Bausatz fertig aufgebaut haben, können Sie nun alle analogen und digitalen Servomotoren mit einer Betriebsspannung von 6 bis 12 Volt Gleichspannung testen. Schließen Sie den dreipoligen Stecker des Servomotors an die Stiftleiste der Platine an. Achten Sie hier auf die richtige Polarität. Anschließend richten Sie das Trimpotentiometer mittig aus und stellen den Kippschalter auf Fein. Nun schließen Sie eine Spannungsquelle an die Anschlussklemme J1 an. Achten Sie auch hier auf die Polarität Plus und Minus. Die rote LED leuchtet anschließend auf und der Servomotor richtet sich mittig aus. Um den Servomotor zu steuern, drehen Sie das Trimpotentiometer. Stellen Sie nun den Servomotor wieder auf Mittelstellung. Anschließend stellen Sie den Kippschalter auf Grob, um den Servomotor weiter auszulenken. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Servomotortester. Ihr Team von Pollen Elektronik.